Servus zusammen. Im heutigen Video zeigen wir euch den aktuellen Stand von unserem Anbau. Und es kommen ein paar sehr interessante Sachen, wo man einiges sieht. Aber schaut selber, viel Spaß dabei. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Ja, es ist wieder soweit. Wir möchten euch ein bisschen was zeigen, was wir bis jetzt gemacht haben. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit und wir haben oft bis um 10, 11, halb 12 Uhr nachts gearbeitet, aber das Ganze, denke ich, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Als allererstes haben wir unsere Sichtschalung fertig gemacht. Wie ihr seht, unsere komplette Decke, das ich rausbringe, ist mittlerweile schön und richtig cool. Und wie ihr da sehr, sehr gut erkennen könnt, wir haben natürlich schon einige Sachen an Licht eingebaut. Erstens, damit wir ein Licht haben, um natürlich besser arbeiten zu können. Und zweitens, weil das Ganze unter der Sichtschalung verbaut ist. Aber das seht ihr dann eh sofort im Video. Ich würde sagen, jetzt zeigen wir euch noch, wie wir die restliche Sichtschalung drauf gemacht haben. Und dann geht's weiter.
bei so einem Hausbau läuft nicht immer alles hundertprozentig glatt. Ihr seht, wir haben es mittlerweile geschafft im Hintergrund. Unsere Fenster sind endlich drinnen, da haben wir nämlich 3 Tage lang drauf gewartet. 3-mal haben sie den Termin verschoben. Einmal war Staub im LKW und so weiter. Hört's mal auf, war Stress ohne Ende, ein bisschen Bauchweh war mit dabei, aber mittlerweile haben wir es geschafft, das zeigen wir euch dann auch natürlich gleich einmal. Denn wir haben ja jetzt unsere Fenster drinnen und damit wir in den Raum reinkommen, wo wir jetzt drinnen stehen, haben wir, da sieht man es hinter mir, ein riesengroßes Loch gemacht, damit wir von unserer alten Wohnung in den neuen Raum reingehen können. Das Ganze war wirklich eine Heidenarbeit, ich kann euch das mal zeigen. Denn das sind alles so riesengroße Steine, wir haben euch das dann wirklich noch richtig cool gefilmt. Man muss nämlich dazu sagen, unser Haus, das da steht, ist schon sehr, sehr, sehr alt. Das genaue Alter kann ich nicht sagen, auf jeden Fall über 200 Jahre. Ich kann euch sagen, dass das das allererste Haus in unserer Umgebung war, was gebaut worden ist. Und was ich euch noch sagen kann, wer das eventuell kennt, das Schloss vom König Ludwig bei uns in Füssen. Dieses Haus, wo wir drinnen wohnen, ist älter als dieses Schloss. Also, ihr seht, das Ganze ist schon wirklich sehr alt. Aber wenn das Ganze so lange steht, bis jetzt, dann wird es auch noch einige Zeit weiterstehen. Denn, ich kann euch das mal zeigen, wie fett die Wände sind. Schaut euch mal, das ist meine Hand und die Wand, wie fett das Ganze ist. Dann haben wir genau an dieser Stelle, wo die Wand war, einen Heizkörper gehabt. Das Ganze haben wir jetzt verlegen müssen. Unten ist jetzt die weißen Rohre. Das ist jetzt provisorisch so gebaut, damit die Heizung natürlich im ganzen Haus weiterhin funktioniert. Genau, was man zur Sichtschalung sagen muss. Ich glaube, man sieht es oder hat es im Video gesehen. Wir haben überall so ein weißes Band hinkleben müssen. Erstens mal, dass eben eine Verbindung von Holz zum Beton kommt. Und damit das Ganze natürlich auch dicht ist. Ja, nachdem wir das Ganze rausgeschrammt haben, sind endlich die Fenster gekommen. Das Ganze schaut von innen so aus. Wir haben uns da nämlich für richtig coole Fenster entschieden. Ich hoffe, ich filme euch das noch genauer, man erkennt das. Das sind so ganz raue, das heißt gebürstet und dann nur geölt. Und natürlich Naturholz. Vielleicht erkennt man das Ganze, weil die Fenster sind nicht eintönig. Das heißt, auf der Seite kann sein, dass die ein helles Holz ist und oben wieder ein dunkles Holz, weil es passt perfekt zu unserem Stil, den wir drinnen haben. Und Holz ist nun mal nicht immer zu 100% gleichfarbig. Und das finde ich ganz cool, weil man soll schon ein bisschen sehen, dass es wirklich alles Natur ist. Wir haben eben geschaut, dass wir so viel wie möglich in Natur lassen, wie eben unser Eisenträger. Jetzt erkennt man das Ganze, schaut das Ganze schon richtig, richtig fett aus. Dann zeige ich euch noch was, denn ich habe mir da was einfallen lassen. Da oben seht ihr die Wand. Ich wollte eine Unterbrechung haben von unserer Decke zu der Wand. Eigentlich war geplant, unsere Sichtschalung, nennt man das da oben, da an der stehenden Wand weiterzumachen. Hat mir nicht zu 100% gefallen und haben jetzt 3 Wochen lang überlegt, was ich da machen kann. Und jetzt haben wir diese Teile gefunden. Das sind so kleine Platten, die haben wir uns zugeschnitten, haben wir natürlich auch für euch gefilmt. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen, ganz am Anfang, wo wir die Sichtschalung fertig gemacht haben. Ich muss mal schauen, wie das genau schneidet. Wenn nicht, seht ihr es jetzt, wenn nicht, habt ihr es davor gesehen. Und die haben wir uns da passend reingeschnitten. Das Ganze schaut jetzt noch ein bisschen katastrophal aus, aber da unten kommt dann noch eine Leiste drüber, so dass man dann wirklich zu 100% nichts mehr sieht. Und auf das, wo ich am meisten stolz bin, zeige ich euch jetzt, denn wir haben da eine richtig fette, coole Fensterfront gekriegt. Und da haben wir eine richtige fette Tür, denn die 2 Elemente da, die kann man aufmachen und somit dann wirklich richtig schön rausgehen. Das war mir sehr wichtig und ich habe es endlich und ich finde es mega cool. Untertags kann ich mich da hinchillen und kann die ganzen Berge beobachten und alles genießen. Wir sind auf jeden Fall glücklich, dass wir so weit gekommen sind. Dann haben wir heute angefangen,
die Dämmung an der Außenwand ranzukleben. Da gibt es mehrere Schritte, die man einhalten muss. Als erstes kommt jetzt die Dämmung drauf. Das sind an der unteren Seite solche Platten. Die ganzen sind ein bisschen stabiler, die blauen, weil das unten natürlich auch gleichzeitiger Schutz sein soll, damit man, wenn man mal mit irgendwas dran streift, nicht alles sofort kaputt geht. Und dann an der oberen Seite von unserem Haus sind es so kleine Platten. Sind genau gleich groß, deswegen klein. Ihr seht es, richtig heftig. Aber das Ganze ist jetzt schon einiges weicher. Das Ganze kann ich reindrücken. Und das wird ab jetzt unseren Raum warm halten. Das heißt, von außen kommt keine Kälte mehr rein. Somit kann die Wand von außen keine Kälte mehr aufnehmen, sondern nur noch von innen jetzt. Weil wir natürlich innen noch nicht heizen, weil der Balkon noch nicht zu 100% abgedichtet ist. Da geht immer noch ein bisschen Wärme raus. Aber es ist schon mal einiges angenehmer, als wie wir mal davor gearbeitet haben. Lass uns mal greifen. Ja, man muss sagen, aber wenn man die letzten Tage die Wand angegriffen hat, es ist schon nicht mehr so extrem kalt. Heute ist Sonntag, der 30. Oktober. Jetzt haben wir es, lasst mich nicht lügen, also Sonntag. Jetzt haben wir es 20.18 Uhr. Wir sind gerade rein von draußen, weil wir diese komplette große Wand heute fertig gedämmt haben. Die anderen zwei Wände, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil noch ein paar Sachen kommen. Bei dem Fenster wird noch was ausgetauscht, weil da mir vermuten ein Produktionsfehler ist. Das haben die dann erst gesehen, wo sie es eingebaut haben. Aber egal, das wird gemacht. Und morgen geht es für uns, nämlich auf eine kleine Reise. Wer unseren Kanal verfolgt, hat gesehen, dass ich mal vor kurzem so einen kleinen Teaser aufgeladen habe, wo wir mit New Wave Konzept telefonieren. Und da geht morgen unsere Reise hin, denn wir filmen für euch unseren kompletten Bau und alles vom Aquarium. Wir freuen uns schon richtig drauf. Ich werde das Video auch davor posten, so damit das Ganze auch zusammenpasst. Ich werde es heute Abend oder morgen in der Früh noch schneiden, bevor wir losfahren, und werde es dann auch am Montag, also morgen, posten. Das heißt, ihr seid da wirklich zu 100% auf dem Laufenden. Wir sind jetzt eine Woche lang bei Ihnen oben und werden wirklich eine Woche lang nur filmen. Es sind richtig coole Sachen geplant. Nicht nur unser Aquarium, sondern auch ein, zwei andere Sachen. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Ich werde dann gleich einmal nächste Woche natürlich das erste schneiden, damit ihr dann auch wieder auf dem Laufenden seid. Denn, ich zeige euch was, man erkennt es nicht gut, aber auf dieser Wand da hinten kommt unser Aquarium hin. Und wenn ich euch sage, es wird wirklich riesig und fett, dann wird es auch. Aber das Ganze werdet ihr dann demnächst sehen. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was, wie wir die ganze Dämmung drauf gemacht haben. Viel Spaß dabei.
Ich glaube, man erkennt das ziemlich gut, dass wir wirklich schauen, dass wir so viel wie möglich alleine machen und selber machen. Das heißt, ich kann dann wirklich sagen, wir haben unser eigenes Haus sozusagen gebaut. Natürlich helfen uns immer unsere Freunde, wie zum Beispiel der Alex, muss ich mal Danke sagen, genauso wie der Stefan. Und natürlich, so wie heute am Sonntag, helfen uns Papa und Mama. Mama hat zum Beispiel unsere ganzen Scheiben heute geputzt, hat innen drin sauber gemacht, dass wir im Alex nächsten Wochenende die Elektronik legen können. Und der Papa hat mit uns draußen die Dämmung vorbereitet und alles angepasst. Für uns heißt es jetzt eine Runde chillen, Film schneiden, danach ins Bett, gemütlich aufstehen. Wir werden ein bisschen was mit unseren Aquarien machen müssen für die Woche und ein bisschen Terrarien pflegen. Und dann werden wir morgen gemütlich vormittags starten, sodass wir abends da sind, damit wir dann am Dienstag richtig Gas geben können mit Filmen. Wir sind wirklich gespannt und deswegen, wenn das Ganze interessiert, wie das Ganze weitergeht, solltet ihr den Kanal abonnieren, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.